Okay, das ist nicht so schön. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit! Schlag sie zurück! Sie sind überall! Auf mein Kommando! Vorwärts! Folgt mir! Ja! Vorwärts! Zur Ehre Aonirs! Schnell! Mir nach! Für die Freiheit! Okay, benehmen wir die mal wieder. Auf mein Schneichen! Zum Angriff! Runenkrieger, zu mir! Vorwärts! Also ja, die machen vorwärts. Viel Schaden. Da sollten wir vorsichtig sein. Für die Freiheit! Schlag sie zurück! Sofort! Stehe bereit. Bereit. In die Schlacht! Die Rune ruht. Sie sind überall! Vorsicht, Gegner! Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Unverzüglich. Runenkrieger, zu mir! So, gegen Einzelne. Zu Befehl. Gegen Einzelne können wir uns sehr gut wehren. Heilen wir uns mal selber. Warten auf den letzten. Die Rune ruft. Verstanden. Bereit. Und los. Die Rune befiehlt. Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. Hier. Folgt mir. Zum Angriff. Schließ die Reihen. So, da müssen wir echt drauf achten, Angriff, dass wir schnell genug heilen. Sie sind überall! Was wünscht die Rune? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft. Zur Ehre Aonirs! So, mal ein bisschen buffen. Haltet durch, Männer! Dass wir ihn ein bisschen schneller tot kriegen. Hier, sofort! Die Rune befiehlt. Schriftstück der Sentos. Stellt Sentos in Graufurt zur Rede. Die Bayerkerl hat ein Schreiben dabei, welches auf den Kaufmann Sentos aus Graufurt hier weist. Er scheint ebenfalls an der Geschichte von Amras Rüstung interessiert zu sein. Auf mein Kommando! Mhm. Und los! So, und auch wenn unsere Truppe jetzt nicht gerade so die Stärke hat, versuchen wir es mal noch mit dem Geist. Ja. Sofort. Hier hinten. Also ja, die Flöte des Spinnenmanns werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit mit uns rumtragen müssen. Auf meinen Befehl. Sofort. Ich hätte es ihm wahrscheinlich geben können. Sofort. Ah, wir sollten mal speichern wieder. Vorwärts. Kämpft, Männer. Haltet durch, Männer. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Und ja, den Geist, den kriegen wir auch tot. Stehe stand. So, Ring des Speers. Und gebrochener Schwarzeibenbogen. Bereit. Und los. Mir nach. Ja, bring den Bogen zu Zarim. Der gebrochene Bogen des Geisterspeers wurde eins aus Schwarzeibenbogen geschenkt. Bring ihn zurück zu Zarim nach Graufurt, damit er das Holz für seine Armbrust verwenden kann. Und wir haben für aus der Tiefe auch wieder was. Ja, bringt den Ring des Geistes zu Orta. Also wieder zwei neue Sachen.
Damit sollten wir dann auch, glaube ich, den letzten Geist erwecken, den wir noch nicht besiegen können. Die Rune ruft. Also nicht mit unserer aktuellen Stärke. Ah, ihr seid. Ja. Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Habt ihr Interesse an einem weiteren Ring? Das soll mich doch. Noch einer? Nicht, dass ich es nicht vermutet hätte. Hier, eure Entlohnung. Ein besonderes Stück aus meiner Sammlung. Wenn das so weitergeht, wird bald Udwin selbst aus den Tiefen emporsteigen. Dann mögen die Wächter uns gnädig sein. Ist er gefährlich? Allerdings. Er war zu seiner Zeit ein angesehener Magier. Seine Studien des Dämonenreichs haben ihn mit der Magie des Feuers allzu vertraut werden lassen, berichtet man. Ja. Und da ist der Geist von Udwin gespawnt. Ja, vorwärts! Sofort! Hat er auch schon noch weiteren Geister? Noch mehr Geister von Udwins Gefolge könnten an die Oberfläche kommen. Ja, sagen wir mal Udwin kurz Hallo. Wenn es sein muss, können wir ja die Runenhelden opfern, um abzuhauen. Aber soweit ich weiß, hat Udwin selber ein sehr hohes Level. Der würde unsere gesamte Truppe einfach wegbolzen im Augenblick. Aber gucken kostet ja nichts. Aber sicher ist sicher. Übrigens doof, dass es keinen Ladebutton gibt hier. Tag, Udwin. Wo, bin ich? In Northunder im Jahre 8 nach der Konvokation. Ihr habt lange geschlafen, wenn ihr der seid, für den ich euch halte. Ich wanderte lange durch dunkle Gänge. Sehr lange. Mein Name ist Udwin. Erinnert ihr euch, Udwin? Vielleicht erkennt ihr dieses Buch. Vielleicht erkennt ihr dieses Buch. Ich kenne es. Gebt es mir. Ja, ich erinnere mich. Das ist meines Schreibers Hand. Eine Reise in die Tiefe. Abgründe über ewigem Feuer. Und Klauen. Klauen in der Finsternis. Ketten, Haken, Körper, Blut. Überall Blut. Ich höre Schreie. Der Schmerz. Unerträglicher Schmerz. Eine Fratze. Oh, das Monstrum. Fort mit dir. Ungetüm. Und Udwin ist Level 20. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Schließt die Reihen. Und man sieht, wir können Udwin nicht verlassen. Auf meinen Befehl. Haltet durch, Männer. Vorwärts. Deswegen ziehen wir uns jetzt sofort elegant zurück. Die Rune befiehlt? Ja, und Udwin kann diesen Bereich nicht verlassen. Er wird weggeportet. Ja, aus der Tiefe besiegt Udwins Geist. Die Erinnerung hat Udwin erneut in den Wahnsinn getrieben. Der Geist muss bezwungen werden, bevor er jemandem schadet. Mhm. Orta glaubt, dass Udwin nach Erinnerungen sucht. Das Runenbuch kann jetzt seinen Aufzeichnungen vielleicht helfen. Ja gut, das haben wir ihm einfach so gegeben. Sind es jetzt auch mal los? Also. Das müssen wir noch besorgen. Das ist noch ganz viel später. Das können wir noch nicht machen. Sind wir nicht stark genug? Das müssen wir auch alles besorgen. Das haben wir besorgen. Können es abgeben. Dafür müssen wir zu Sethos. Seelensteine müssen wir noch sammeln. Den Schattenring müssen wir auch noch finden. Und Echos müssen wir zu Sandor. Also zum Haus des Ordens. Gut, geben wir erstmal Sarim den Bogen. Aonirs Licht. Wie ihr seht, habe ich meine Armbrust noch immer nicht vollendet. Ja,
Hier ein Bogen. Ist dieser gebrochene Bogen aus dem Holz der Schwarzeibe? Tatsächlich! Perfekte thalindische Handarbeit! Ein hervorragendes Werkstück! Nehmt ihn. Damit könnt ihr vielleicht die Arbeit an eurer Armbrust vollenden. Seid bedankt, Fremder. Das ist ein überaus großzügiges Geschenk. Ja, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Haben Erfahrungspunkte erhalten. Ja, und können hier bei den Magiern mal bei den Waffenhändlern unser Zeug noch verkaufen. Ja, du kaufst so Nekromantie-Zauber. Wie gesagt, die Zauber bringen uns nichts, weil wir können sie nicht lernen. Und unsere... Du warst gemischt... Also du hast die Zauber auf der Maximalstufe, die wir nie erreichen werden, weil wir nicht voll auf Zauber gehen. Ah, du hast Mentalzauber. Also ja, die Zauber können wir unseren Helden leider nicht beibringen. Sondern nur selber lernen, wenn wir die Zauberschulen dafür hätten. Was wir nicht haben. Ja, das kommt viel später. Ja, du hast Elementarzauber, also kannst du die Elementarzauber noch haben. Oh, da hat sich Mentalmagie dazwischen geschlichen. So, und die hebe ich mal auf, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nicht doch noch Natur lernen möchte. Als Zauberklasse. Das werde ich so auf Level 15 rum entscheiden. Ah ja. Xenthos. Nicht Mentos. Was wollt ihr noch? Ich glaube, ich bin einigen eurer Leute begegnet. Leute? Wovon sprecht ihr? Ich spreche von dem Abschaum, der die Ruinen des Hauses Muire durchwühlt hat. Sie trugen dieses Schreiben bei sich. Ihr müsst entschuldigen. Gute Leute sind nur schwer zu bekommen. Ich werde sie selbstverständlich bestrafen. Das hat sich bereits erledigt. Sie haben einen Fehler begangen, den sie nicht noch einmal begehen werden. Nun, dann ist der Gerechtigkeit ja Genüge getan. Sie haben sowieso nichts getaugt. Ihr entschuldigt mich jetzt. Ich muss... Nicht so hastig, mein Freund. Was haben eure Leute gesucht? Immerhin waren sie in eurem Auftrag dort. Ach, das ist nichts, eine alte Geschichte. Ihr sucht nach der Rüstung Amras, nicht wahr? Ihr wisst von der Rüstung? Nun, ich... Schön. Lasst uns reden, aber nicht hier. Die Stadt hat zu viele Ohren. Trefft mich am Wildlandpass. Ich habe Amras Spur bis dorthin verfolgt. Gut, ich werde da sein. Wildlandpass, oh, da waren wir schon mal. Jetzt reden wir aber mal noch mit Sandor und gucken, was es mit dem auf sich hat. Und ja, das riecht nach einer Falle. Ach ja, wir wollten noch Waffen und so verkaufen. Ich glaube, die beiden oder er hier verkaufen so, kaufen sowas. Na gut, alle Händler würden es kaufen, aber ich versuche ein bisschen Realismus reinzubringen. Oh, du warst Heilungszeug. Eine Zone der Heilung hast du nur leider nicht. Der göttliche Zorn, also Segnungsmagie, wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Also gut, Händler Ammar. Du verkaufst Rüstungen und du Waffen. Gut, verkaufen wir erstmal Waffen. Gucken wir mal. Eisstab will ich nicht verkaufen, den auch nicht. Aber die ganzen einfachen Zauberkugeln würde ich gerne loswerden. Und die Orkdolche auch.
Burgles Dolch erstmal nicht. Die leichten Kampfdolche, die können wir nicht mehr gebrauchen. Das Orkbeil können wir weg. Die ganzen Übungsklingen, die wir noch haben, können auch mal weg. Schwache Zauberkugel kann weg.